Das System Multisense bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr ganz individuelles Fahrerlebnis zu gestalten und die Betriebsarten zu parametrieren, welche die Lenkbetätigungskraft, die Reaktion des Motors, das elektronische Stabilitätsprogramm, das Lichtambiente oder auch den Wärmekomfort Ihres Fahrzeugs steuern. Ihnen stehen 4 Multisense-Modi zur Verfügung: Eco, Sport, Komfort und Perso. Wenn Ihr Fahrzeug eine Extended Grip Version ist, haben Sie 2 zusätzliche Modi: All-Terrain und Snow. Diese Modi wirken direkt auf die Antriebsschlupfregelung, um entsprechend den Nutzungsbedingungen des Fahrzeugs eine spezielle Kontrolle zu bieten. Sie können den Modus auf 3 Arten ändern: durch kurzes Drücken der Multisense-Taste an Ihrem Lenkrad, per Sprachsteuerung, sagen Sie zum Beispiel einfach OK Google, auf Eco-Modus umschalten, und Sie können auch über Ihren Multimedia-Bildschirm OpenRLink auf das Multisense-System zugreifen. Wählen Sie im Bereich Fahrzeug den gewünschten Multisense-Modus. Der Modus Eco zielt auf Energieeinsparung und umweltschonendes Fahren ab. Die Lenkung ist geschmeidig, die Motorsteuerung ermöglicht eine Reduzierung des Verbrauchs und Klimaanlage, Heizung sowie Funktionen wie Antibeschlageinrichtung werden genau nach Bedarf gesteuert. Der Modus Sport bietet eine größere Reaktivität von Motor und Getriebe und eine schwergängigere Lenkung und damit ein intensiveres Fahrgefühl und größere Fahrpräzision. Der Modus Komfort ist werkseitig auf die Standardeinstellungen des Fahrzeugs eingestellt. Er bietet Ihnen den besten Kompromiss zwischen Komfort und Dynamik. Der All-Terrain-Modus verbessert die Traktions- und Manövrierfähigkeit, selbst auf weichem Untergrund. Er bietet eine feinere Steuerung der Antriebsschlupfregelung und eine höhere Empfindlichkeit bei der Beschleunigung. Der Snow-Modus bietet die beste Kontrolle über das Fahrzeug auf rutschigem Untergrund. Sowohl bei Regen als auch bei Schnee verhindert er das Durchdrehen der Räder und bietet eine geschmeidigere Lenkung, um starke Karosseriebewegungen zu vermeiden, die das Fahrverhalten weniger stabil machen würden. Beachten Sie, dass diese Modi voreingestellt sind und teilweise parametriert werden können, außer der jeweils spezifischen Motoreinstellungen. Der Modus Perso kann jedoch vollständig personalisiert werden. Drücken Sie die Taste Konfigurieren des gewünschten Multisense-Modus, um ihn anzupassen. Der Konfigurationsbildschirm verfügt über 2 Registerkarten: Fahrverhalten und Bordambiente. Die Motoreinstellungen im Bereich Fahrverhalten können nur im Modus Perso geändert werden. Je nach gewählter Einstellung werden Motorleistung und Drehmoment deutlicher und reaktionsschneller. Wählen Sie hier die Intensität der Lenkbetätigungskraft aus. Die Lenkung wird dann leichter oder schwerer, um Ihnen den besten Kompromiss zwischen Weichheit und Präzision zu bieten. Im Menü Dynamik des Fahrzeugs können Sie zwischen Normal, Komfort und Sportmodus wählen. Auf der Registerkarte Bordambiente können Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung und der Anzeige der OpenR-Bildschirme aus einer Palette von 48 Farben auswählen. Wenn Sie wechselnde Beleuchtung auswählen, ändert das System automatisch alle 30 Minuten die Farbe der Innenraumbeleuchtung, um die für die jeweilige Tageszeit am besten geeignete Farbe für das Lichtambiente anzubieten. Wählen Sie persönlich, um Ihre Wunschfarbe manuell auszuwählen.
Tippen Sie auf dieses Symbol und bewegen Sie dann den Cursor auf die Farbpalette. Drücken Sie OK, um Ihre Farbauswahl zu bestätigen. Um die Intensität der Ambientebeleuchtung anzupassen, bewegen Sie den Regler am Balken für die Lichtintensität. Um den thermischen Komfort einzustellen, wählen Sie Klimatisierung. Sie können dann das normale Komfortniveau beibehalten oder sich für eine sparsame Regelung entscheiden. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen Modus für Modus zurücksetzen können, indem Sie diese Taste drücken.